Wir kommen von der Politik zur Wirtschaft. Die Berggebiete in der Schweiz sind wirtschaftlich unter Druck, vor allem die Bauwirtschaft und der Tourismus. Ein neues Studio von der Teichfabrik Avenir Suisse nimmt sich jetzt der Thematik an und macht Vorschläge, wie man die Talfahrt der Berggebiete verlangsamen oder stoppen kann. Die Rezepte von Avenir Suisse sind teilweise brisant. Boomende Agglomerationen auf der einen Seite, stagnierende oder verlierende Bergdörfer auf der anderen. Realität in der Randregion, Realität im Oberwallis. Jetzt gibt es Rezept von der liberalen Teichfabrik Avenir Suisse. In einer Studie zeigt sie auf, wie es mit dem Berggebiet wieder könnte Option gehen, hier ein Auszug. Fusionen zu Talgemeinden könnten die Regionen stärken. Genauso wie klare Tourismusstrategien in den Destinationen. Zudem sollte man das Potenzial der Zweitwohnungen besser nutzen. Und wenn das alles nichts mehr hilft, Talputaler aufgeben. Ob die Vorschläge von der Avenir Suisse Potenzial haben, das sieht man dann. Zumindest die Diskussion über die Zukunft der Berggebiete ist damit aber erneut lanciert. Und das Thema, das wir jetzt noch vertiefen, und zwar mit dem Roger Michliger, ist der Geschäftsleiter vom Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis AG. Guten Abend, Herr Michlig. Guten Abend. Ein Vorschlag von der Avenir Suisse ist eben Fusionen zu Talgemeinden, dass der Handlungs- und auch der Entwicklungsspielraum von diesen Gemeinden oder Regionen markant erhöht. Fusionen hier im Oberwallis ist aber immer ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Kann das wirklich hier ein Rezept sein, mehr Talfusionen?